Herzlich willkommen bei Gloomhaven mit Hisscat. Ja, hallo und herzlich willkommen dem neuen Söldner Frank. Frank, der Knochensäge. Wie heißt der? Echt? Knochensäge? Ja. Okay. Sawbones. Wir haben ihn noch nicht gespielt. Keine Ahnung, wie er sich gibt. Ich weiß auch noch nicht genau, wie man jetzt die Karten nimmt. Ja, du hast ihn aber schon mal gesehen. Er ist ja Ja, jetzt auch nicht gänzlich man hat ihn schon fremd. mal gesehen, aber wir schauen mal. Er nimmt auf jeden Fall eine Supporterrolle ein und soll wohl ein ganz, ganz vernünftiger Healer sein. Ich bin gespannt. Jetzt machen wir erstmal eine Stadtbegegnung und dann geht's in die nächste Quest. Der Stadt hängen Plakate, die Darbietung einer meisterlichen, ach, guck mal, Termitenmusikerin und ihrer bunten Truppe ankündigen. Bei genauerer Betrachtung des Bildes erkennt ihr den albernen Federhut. Dem Plakat nach findet die nächste Darbietung heute Nacht statt. Ihr entscheidet euch, sie aus dem einen oder anderen Grund zu besuchen. Ja, sollen wir der Termite zujubeln? Oder sollen wir, mein Gott, klauen gehen? Nein, Ja, auf zujubeln. jeden Fall. Die ist ja gerade in Rente gegangen, die Lyra. Also müssen wir ja auf jeden Fall zujubeln, ne? Ihr besucht das Konzert der Termite und habt einen schönen Abend. Sie gibt sogar ein oder zwei Lieder über die Abenteuer eurer Gruppe in Gloomhaven zum Besten. Hahaha. Gut, das Fernsehen brauchen wir nicht, aber war trotzdem ganz nett. So, Das stimmt. wir gehen ins Schwarmlingsnest. Alles klar. Ich finde, das ist eine erste gute Quest für den Frank. Gut. Da müssen wir mal gucken, ne? Der arme Olaf, der hat hier überhaupt keine einzige Quest mehr offen, um Richtung Rente zu gehen. Also ihm fehlen die richtigen Gegner. Ja, kriegen wir schon hin. Ihr glaubt also, dass ihr das Zeug dazu habt? Ihr haltet euch für talentiert genug, ein langes, erfolgreiches Leben zu führen, ohne von der Klinge einer Ratze durchbohrt zu werden? Ein alter Mann mit narbenbedecktem Gesicht blickt euch mit seinem einem gesunden Auge an. Keiner von euch kennt ihn und er hat sich im schlafenden Löwen einfach zu euch gesetzt. Doch ihr beantwortet selbstbewusst seine Frage. Ha, ihr habt Schneid, das muss man euch lassen, lacht er. Das ist ein Anfang, aber noch lange nicht alles. Ich habe aus der Hauptstadt erfahren, dass eine Gruppe Schwarmlinge auf der Oststraße ihr Unwesen treibt und Leute abschlachtet. Niemand weiß, warum sie das tun, aber wir vermuten, dass sie irgendwo im Süden am Rande des Wächtergebirges ihr Nest haben. Nur können wir niemanden finden, der mutig genug oder dumm genug ist, es auszuräuchern. Was meint ihr? Seid ihr der Herausforderung gewachsen? Ihr könntet als echte Helden zurückkehren, das sind wir längst, wenn euch das Ungeziefer nicht auffrisst. Ja, würde ich auch sagen. Also das ist ja wohl lächerlich. Absolut. Ihr lauft die Straße entlang, als euch, Moment, das hatten wir auch schon. Rote Vögel, nein! Lass sie in Ruhe! Scheiß Vögel. Wir können Vögel abschießen. Besser nicht. Ihr schreckt vor keiner Herausforderung zurück, also reist ihr ins Wächtergebirge, wo sich laut dem alten Mann das Schwarmlingnest befinden soll. Ihr wandert stundenlang durchs Vorgebirge, ohne einen Hinweis darauf zu finden, als ihr endlich ein leises Summen hört. In der Nähe einer Steilklippe wird das Geräusch lauter. Die Schwarmlinge sind hinter dem Felsen. Ihr werdet sie ausgraben müssen. Easy. Alles klar. Wir sehen uns im Dungeon. So, wir müssen zuerst hier so drei Mauerstückchen kaputt machen und das stört natürlich. So, der Frank, der macht als erstes erste Hilfe. Der gibt einem angrenzenden Verbündeten einen Medizinbeutel. Hauptsache Dr. Frank macht ja schon erste Hilfe, obwohl niemand einen Schaden hat. Ja, aber Mir. Okay, danke. ihr kriegt doch jetzt alle eine Karte. So, zack. Das ist auch gar nicht Aber sehr schlecht. nett. So, jetzt geht er nach vorne. Schlecht, der wird ja dann betäubt. Nee, nur Gegner werden betäubt. Soweit ich das richtig gelesen habe. So, schwupp.
jetzt bist du auch noch Letzter. Ja, was soll ich machen? Oh ja, zweimal. Ah, kannst du auf diese scheiß Schlangen schießen? Krass, wie viele Mauerteile gibt's denn da? Ja, dann lass uns erstmal den Raum klären hier. Schaden 0 betäuben. Ach, Moment. Jedes Mal, wenn ein Gegner ein Mauerteil erhalten, alle daran angrenzenden Gegner Betäubung. Okay. Ja. Warte mal, wie viele Felder steht hier denn da von mir entfernt? Die Schlange? Ja, nicht viel, ja, ne? Warte, ich muss mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4. Ja, ich weiß nicht, ob du die triffst. Ja, doch. Ja, die triffst du. Ja. Hatte die es betäubt, aber ist egal. Doch egal. Was war das? Weiß ich nicht, aber ich habe getroffen. Okay. Ja, guck. Ich hau die aber nächste Runde um. Alles gut. So, dann kommt die Vipern. Na, die dürften alle nichts machen, ne? Ja. So, Dodo. Na, die Skelette sind egal, aber die Schlangen, die machen Schaden. Fiesen Schaden. Oh ja. Ne? Stell mich mal hier hinter den Night Shroud. Ich hätte gedacht, du machst ein Skelett kaputt. Nee, nee. Alles gut, ist jetzt zu spät. So, das ist überspringbar. So, mal kurz gucken, was sie machen. Ach, du hast Vergeltung aktiviert, das ist natürlich clever. Nein, es ist nur ein Schild, das ich einmal benutzen kann. Aber es ist doch kein Schild. Oh, na, ich habe die falschen Karten erwischt. Ja, ich habe eine falsche Karte erwischt. Scheißegal. Doch, ich habe ein Schild. Und da ist sie hinüber. Ja, jetzt war ein bisschen doof. Ich habe leider mich vergriffen. Egal. Also damit wollte ich laufen. Frage ich nur wohin? Wolltest du dich jetzt in die Schusslinie stellen? Klar. Ah, alles klar. So, mal sofort kuriert. Ja, geh doch da auf die Viper, das ist doch... Ja, ja, sicher geh ich auf die Viper. Ach komm schon, die eine Null, ja. Entferne alle negativen Zustände. Ach, guck mal, dann hätte ich gerade das. Okay, nice. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Mhm. So funktioniert's. Ach ja, er ist auch noch dran. Quatsch. Der ist so sneaky, den hast du direkt vergessen, wa? Ja, ist so sneaky, den habe ich direkt vergessen. Adios. Next round. Irgendwie so.
Also super. Oh nein, nicht bewegen. Lass ihn, schieß ihn ruhig weg, Was? aber. Ja. Ich überlege gerade, ob ich die Bombe auf die zwei. Jetzt schon, du weißt doch noch nicht, was kommt. Ich weiß nur nicht, ob ich das mit dem Schieben, ob ich das beeinflussen kann. Es kann jetzt so sein, dass das einfach passiert. Testen wir es mal. Ich glaube, letztes Mal ist das einfach passiert, oder? Ah, ne. Ich habe jetzt nichts gemacht. Okay, ja, warten wir nochmal. Du bist ja noch nicht fertig. Das ist wahr. Zwei Karten. Kurze Pause. Schauen wir mal. Ne, super. Ich wollte jetzt hier gerne die beiden angreifen und dann mir die vergiften. Das ist natürlich mal 2 und 0. Muss er erstmal hinkriegen. Dann gebe ich mir ein Schild. Und dann kann man sich unsichtbar machen, das finde ich ganz gut. Ja, dann haben wir hier noch eine Karte zurückholen. Theoretisch die. Dann haben wir noch eine Runde mehr, ne? Jetzt kommt der Knochenmann, der kann diese Schlange hier betäuben. Ja, sehr schön. Vergiften und Wunde. Er macht ganz schön viele Effekte. So, während der Heilung, nein. Ach guck mal, der kann auch einen Standardangriff machen. Warum nicht? Oh, jetzt hat er gar nichts verbraucht. Schade. Jetzt stirbt die dann aber auch von alleine. Da muss ja gar keiner mehr drauf. Das ist doch super. Die stirbt von alleine, genau. Das habe ich noch. Ja, das ist gut. Und dann könnte man noch einen Medizinbündel jemandem geben. Weiß ich nicht, dem Night Shroud vielleicht. Ja. Ein Medizinbündel ist super. Ich verteile die Dinger jetzt wie so warme Semmeln. So, da ist sie hinüber. Ach, die 2 Schaden hat er von dir gekriegt, ne? Ja. Ja. Da muss auch eigentlich keiner mehr drauf. Er stirbt in der nächsten Runde von alleine. Ach, jetzt komme ich da gar nicht dran, ey. An den anderen. Ich komme da leider aber nicht hin. Was ist behindert? Dann machst du nichts? Wenn das nicht geht. War ich eine Wand kaputt. Glaube ich auf eine scheiß Wand, ey. Mach das. Einer muss es ja tun. So. Oder so Drecksdämonen. Ja. Wenn wir den jetzt erstmal in die Falle laufen lassen. Ich hab eigentlich keinen Bock, von dem angegriffen zu werden. Finde ich gut. Die machen nix, sehr schön. Und was haben wir denn da noch? Ja gut. Die machen nix. Jetzt werden wir wahrscheinlich von dem angegriffen, ja. Gut, das. Dass du den Helm überleg hast. Mal, das wären 14 sonst gewesen. Ho, 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 ho. Nice.
Ob sie machen nichts, ne? Ah, die verbrauchen gleich irgendwas. Also jetzt, das ist nicht schön. Stabile Bo. Oh, nice. Na gut, vergiftet ist Doppelt er schon. vergiftet. Aber immerhin. Das ist okay. Völlig in Ordnung. So. Ist alles ein bisschen merkwürdig. Ja, muss er aber, glaube ich, machen, sonst macht sie jetzt deutlich weniger Damage, ne? Alles gut. Das ist schon okay so. Toll, hätte ich mich gar nicht unsichtbar machen brauchen hier. Dreifach unsichtbar. Nach hätte ich gar nicht gemusst, ne? Weil die den jetzt, glaube ich, hochsetzen. Und ist immer noch betäubt. Nice. So, das Interessante ist jetzt, ich könnte jetzt, okay, das brauche ich nicht. Bewege ich mich hier hin? Ja, aber ich glaube, der hat ja nichts von daher. Aber der macht da so eine schöne geile Bewegung mit dem Fläschchen. Es gibt ja eben. Habe ich so eine Karte, ne? Das ist das Nette daran. Okay, jetzt haben die leider meinen. Oh, das ist so bitter, ey. So, ich mache einfach das hier. Was soll's? Ich hau jetzt raus. Nicht schlecht. Okay. Okay, und danach gehe ich jetzt einfach boah, auf das Gold, ne? Ein bisschen rein. Ja, warum denn nicht? Schau, mir fehlt noch eine Karte. Ah, ne. Jetzt sehe ich hier gerade gar nicht die, die Zusatzkarte, ne? Die sehe ich gerade gar nicht, ja. Aber der müsste eine haben. Ah, ich weiß nicht, vielleicht sieht er die auch erst nächste Runde. Ich bin gespannt. Sehr gut. Ja gut, ja, er hat die Runde, er hat die Karte hier. Nice. Ich halt einen Nachteil, ne? Wenn ich mich jetzt hier hinstelle auf diese scheiß Schlange. Aber vielleicht ist das auch Du musst ja egal. nicht auf die Schlange, du kannst ja auch auf andere Sachen schießen. Mit zweimal vergiftet ist das super, dass wenn du die vorher vergiftest. Ja, ich geh doch hier hin. Oder? Reicht das? Das reicht doch, ja. Ui, nice.
Also irgendwie auf diese direkt Schwarmlinge schießen, wobei. Kann ich. Oder auf diesen Nachtdämon, der ist auch noch natürlich nicht ohne. Bei dem kostet immer einen Nachteil, das ist dann mal. Oh nice. Sehr schön. Es ist halt so, die Schwarmlinge da hinten, das lohnt sich halt, als Fernkämpfer da drauf zu gehen, weil die standardmäßig Vergeltung haben, ne? Ja. So, töte ihn. Ich könnte jetzt mal was ausprobieren. Ist mir egal, Hauptsache du tötest den. Ich probier's. Ah, ja, okay, mit der minus 2 ist es natürlich, das ist natürlich dumm gelaufen. Also. Was ist das denn jetzt gewesen wieder hier? Das Ja, verstehe es ich ist nicht. schade, jetzt greift er nämlich an. Ja, aber ich verstehe es nicht, weil ich habe. Egal. Er hätte eigentlich einen fairer Angriff machen müssen. Hat er das? Naja, ich habe schlecht Nee, du gezogen. hast Schwarz nicht verbraucht. Doch, eigentlich schon. Aber es wird da immer noch angezeigt. Ja, ich weiß nicht wieso. Vielleicht habe ich auch wieder falsch geklickt. War gut, dass er fällt. Ja, der greift den anderen aber auch noch an. Ja, das ist nicht so schön. Und er heilt sich, aber das ist auch nicht schlimm. Ja, weil es halt nur das vergiftet ist, ne? Naja, aber es ist dumm. Aber nicht schlecht. Und er kriegt erstmal Damage. Nice. Ja, ist klar, ey. Ist klar, jetzt wo ich mich heilen will, weißt du? Boah, ist das böse. Ist es. So, hier kann man nämlich den Medizinbeutel kann man als Karte verwenden. Und das ist das Coole daran. Man hat zusätzliche Karten, was natürlich einem die Ausdauer verlängert. Und man kann sich heilen oder laufen oder angreifen damit. Jetzt bist du vor mir dran, okay. Bin vor dir dran, ja. Ich müsste doch jetzt hier eigentlich mal die Bombe spielen können, oder? Ja, aber das ist doof, weil du einen Nachteil hast. Warum? Weil du verwirrt bist. Ja, aber wer weiß, ob die noch mal so gut stehen. Ja, das stimmt. Kannst du einen Vorteil spielen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Ja, das ist, könnte nach hinten losgehen, aber du kannst es ausprobieren. Oh, nice. No risk, no fun, das war ziemlich gut. Ne? Was war das denn noch? Ach Ja, ich habe noch ja, den Angriff ja. gespielt. Ja, du siehst. Schön, schön, ja, ich sehe es. Oh, das passt auch ziemlich gut. Ja, ich weiß, deswegen mache ich es doch. So, warte mal, werde ich jetzt hier nochmal neu vergiftet? Ja. Ja? Okay, also da muss ich mich jetzt nicht heilen. Nein, Quatsch, brauchst du sowieso nicht. Das Ah. gibt's doch Ist nicht. aber nicht schlimm, ich habe ihm eine Wunde zugefügt. Immerhin etwas. Also ich fand meinen Zug ziemlich gut. Eignung Naja. stinkt. Oh, das ist lieb. Dankeschön. Ja, aber das Problem ist, du bist ja gleich eh wieder vergiftet. Ja, leider, leider. Der Zug war ziemlich gut.
gemacht, ja. Was mache ich hier mit dem Felsenerz? Ja, angreifen. Ja. Hey, du kriegst zwar Schaden, ne? Ist ja nicht schlimm, oder? Voll. Na, Hauptsache der eine kriegt einen Nuller, Alter, ey. Er ist nicht behindert. Entschuldigung. Ich hab geflucht. Das ist gut. Das ist so doof. Ja, okay, vielleicht kannst du den dann töten. Mit dem Frank oder so. Du bist ja schneller. Nee. Was macht er überhaupt? Da halte ich auch noch um 5. Du kriegst den nicht platt. Scheiße, ich komm nicht dran, ja. Okay. Warum nicht? Ist der Frank dran, ne? Ja, greif den an. Muss ich. Muss ich leider hier einen Standardangriff machen. Ich hätte das auch mit dem Standardangriff gemacht. Oh, gerade eben, ey. Der hat aber auch Pech mit dem Ziehen, ne? Also, es ist der Wahnsinn. Der hat 3 schlechte Karten. Unfassbar. Okay, wir bewegen uns. So, wir versuchen hier mal die Tür aufzumachen. Machen wir das ein Skelett betäubt, sehr schön. Okay, da sind einige normale Gegner, das ist okay. So, dann macht sie erstmal unsichtbar. Wunderbar. Ja. So, das Felsenherz. Das ist leider nicht der schnellste. Kann leider nur 2 Felder laufen. Okay, ach guck mal, der Lachgold, hab ich gar nicht gesehen. Machen die 3. Mhm. Ja, ich könnte da gleich einen normalen Gegner töten, das ist ja genug. Ja, das Gute ist auch, die kommen mir da jetzt schon entgegen. Ja. So, ich werde das Felsenherz erstmal heilen, weil der nach vorne läuft, ne? Ja, alles gut. So, ich denke, das war's für diese Folge. Wir sehen uns. Ja, okay, wir sind. Eine Runde geht noch. So, letzte Runde. Die Schwarmlinge, die sind fies schnell. Schade. Allerdings. Okay, Medizinbeutel verteilt. Also ich mach das jetzt auch, wenn ich hier Nachteil bekomme. Aber dann hat er das Schicksal. Und hole ich den Nachteil nicht dadurch raus, wenn ich die Brille dann verwende?
Ja, ne? Ja. So ordentlich. Ja, du musst mich gleich irgendwie auch mal heilen oder so. Gucken wir mal. Aber Ja. das musste Ist ja noch ein jetzt Raum sein. dran. Ist ja auch okay. Kannst ja machen. Ja, der muss weg. Jetzt ist Schwarz doch da? Ja. Wieso ist Schwarz? Ach, der hat Schwarz hochgesetzt. Ja, wer soll das denn wissen? Ja, das ist auch noch Schwarz hoch. Bewegen will ich mich nicht. So, der bleibt die ganze Zeit unsichtbar. Ist doch nett. Das ist super. Ist halt schade, dass sie alle so früh dran sind. Oh, der Schild, glaube ich, gut. Ja. So, ich werde meinen Fernkampf buffen. Und dann schießt du den weg, oder? Jetzt schieße ich auf. Weg mit dem. Ja, warum nicht? Warum nicht? Schieße ich auf den und dann kriegen alle drumherum Damage. Oh, 7 Damage. Ja, wunderbar. Wunderbar. Oh, und dann ist der eine direkt mit betäubt. Das war übel, ey. Das war nice. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, der hat da bestimmt noch eine Heilkarte. Sweet. Er hat er sogar. So, seht, wie wir im nächsten Kampf, also in der nächsten Folge, das Schwarmlingennest ausräuchern oder nicht. Macht's gut, bis dann und ciao.